Wenn du merkst, dass du auf einem toten Pferd sitzt, was machst du nachher? Im Alltag zum Beispiel. Ein Projekt, das überhaupt nicht fließt, wo einfach mühsam ist, wo man schon so viel Geld investiert hat. Oder bei einem Mitarbeiter. Oder bei einem Kunden, wo du einfach merkst, heieiei, das kostet so viel Aufwand und so viel Energie. Das kann im privaten Umfeld genau gleich sein. Es kann ein Bekannter sein, der saugt dir einfach extrem viel Energie ab. Wie geht man damit um? Ganz klar, hinschauen, ob man wirklich auf einem toten Pferd sitzt. Und dann absteigen. Das heißt, die ganz klare Entscheidung treffen und sagen, okay, bis daher und nicht weiter. Und dann könnte man sagen, okay, was mache ich jetzt, wenn dieses Projekt oder dieser Kunde oder dieser Geschäftspartner oder dieser Mitarbeiter oder dieser Bekannte aus meinem Umfeld verschwindet oder eben weg ist? Wenn eine Tür zugeht, gehen zwei auf, ganz automatisch. Und das wünsche ich dir. Wenn du merkst, dass du auf einem toten Pferd sitzt, steig ab.